Halloween steht vor der Tür und steht aber auch im schlechten Licht der aktuellen Situation rund um das Thema Gruselclown. Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Megional am Mittwoch, den 26. Oktober. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Seit geraumer Zeit geistern sie durch die Medien und spuken in den Köpfen verängstigter Kinder herum. Und auch das Erzgebirge wird so nach und nach von der Welle, die von Amerika aus ausgeht, erfasst. Die Rede ist von diesen Horrorclowns, die arglose Bürger erschrecken. Das geschieht mitunter auch unter Zuhilfenahme von Waffen. Neu ist dieses nicht. In Amerika gibt es diese schlechten Streiche seit den 1980er Jahren. Auch Todesfälle aufgrund von Erschrecken gab es bereits. Frank Langer hat mit Jacqueline Diener von der Polizei in Marienberg über das Thema gesprochen und einige Tipps für Sie in Erfahrung gebracht, wie Sie sich bei einer Begegnung richtig verhalten sollten. Also ich kann an dieser Stelle nur sagen, dass man Ruhe bewahren soll und vor allen Dingen auch, wenn der Schreck in die Glieder sitzt. Bitte greifen Sie dort nicht zu irgendwelchen gewalttätigen Maßnahmen, nur weil Sie durch jemanden erschreckt worden sind, sondern wirklich in Ruhe aus der Situation rausgehen. Das bedeutet ganz einfach, dass man sich Hilfe im Umfeld sucht. Es sind auch noch andere Leute auf der Straße unterwegs, die man ansprechen kann. Aber bitte gehen Sie einfach aus der Situation raus, ohne eine Gegenwehr dort zu leisten. Ganz einfach, wenn dort massive Gegenwehr erfolgt, haben wir jetzt gerade in Berlin gesehen, wo der Nachbarsjunge dann ein Messer in der Brust stecken hatte. Das sind ganz gefährliche Situationen, aus denen man am besten einfach herausgeht, indem man ganz einfach die Stelle, wo es passiert ist, verlässt. Aber was ist denn nun, wenn ich aus dem Schreck heraus demjenigen doch eine knalle? Was passiert mir im schlimmsten Falle? Aus dem Schreck heraus erlaubt der Gesetzgeber hier das mildeste Mittel. Und man sollte wirklich versuchen, die Hände da beieinander zu behalten. Natürlich ist das in einer Schrecksituation ganz einfach gesagt, weil man ganz einfach gar nicht weiß, wie die Schrecksituation entsteht oder wie man es selber dann verarbeiten kann. Die Kinder fragen natürlich auch nach, Mama, wie reagiere ich? Wie kann man denn die Kinder auf diese Situation einstellen? Geht das überhaupt? Zurzeit ist es ja so, dass man gerade von den Schulen und Kindergärten angetragen wird, dass hier eine wirklich massive Angst vor Clowns in jeder Form vorliegt. Eltern berichten mir, dass Kinder schlecht einschlafen abends, weil einfach diese Angst besteht, dass der Clown sogar ins Haus kommen könnte. Also hier an dieser Stelle sei gesagt, auf dem Schulweg, wenn es früh noch sehr dunkel ist, geben Sie Ihrem Kind eine Taschenlampe in der Hand. Zum einen, dass Sie vielleicht dunkle Stellen gut ausgeleuchtet werden können. Sehen Sie zu, dass Sie einen gemeinsamen Schulweg haben, dass zwei, drei Kinder zusammenlaufen können. Denn in der Gruppe ist man dann schon eindeutig stärker und da fühlt man sich auch sicherer. Zum anderen, wenn so etwas auftreten soll, dass die Kinder möglichst umgehend der Polizei Bescheid sagen können. Das bedeutet, spätestens dann, wenn sie in der Schule angekommen sind, sollten sie bitte uns informieren. Ich weiß, dass das für Eltern zurzeit eine problematische Situation ist, aber wir hoffen ja wirklich, dass nach Halloween sich die Situation wieder etwas entspannt und dann diese Maskerade einfach wieder nachlässt. Gibt es denn schon irgendwelche Androhungen, sprich, dass man bis zu Halloween oder zu Halloween mehr zu erwarten hat? Also es ist einfach aufgrund der Tatsache, dass zu Halloween einfach viele mit Masken unterwegs sein werden, beziehungsweise viele es mögen, sich zu verkleiden, ist es natürlich gegeben, dass viele eben sich als Clown verkleiden. An dieser Stelle muss ich wirklich an alle Clowns den Appell richten. Überlegen Sie sich das gut, was Sie tun. Seien Sie auch mit Kostüm verantwortungsbewusst. Kinder haben jetzt schon massiv Angst. Und dort an dieser Stelle ist zu sagen, man lebt nicht ganz ungefährlich. Sollte dort eine bedrohliche Situation entstehen, kann es passieren, dass man als Clown auch schnell zum Straftäter wird. Alter Horrorclown! Du willst meinen Gang erschrecken, oder was? Jetzt das erste Mal, wie das ist, wenn man richtig erschreckt wird. So was gibt's ja nicht mal im Erzgebirge. Genau. Oder eben der Clown wird zum Opfer, wenn sein Gegenüber überhaupt keinen Spaß versteht. Anderes Thema, liebe Zuschauer.
Gerade jetzt, wenn die Abende wieder länger werden und das Wetter keine Lust auf Aktivitäten im Freien macht, dann besinnt man sich mitunter auch wieder auf alte Spielzeuge, die auf manchen Dachböden schlummern. So finden unter anderem alte Puppenstuben und Puppenhäuser den Weg in die Kinderzimmer zurück. Im Folgenden geht es um eine Ausstellung, die sich mit der Historie von eben solchen Häusern beschäftigt. Ich habe mich mit Ulrike Knoll im Bergmagazin in Marienberg getroffen und dabei ging es auch um die Frage, welche Beziehung die Ausstellungsstücke dort und die Stadt Marienberg haben. Frau Knoll, Sie beschäftigen sich noch immer mit Puppenstuben. Sind Sie da nicht etwas alt dafür oder steckt da was ganz anderes dahinter? Es steckt im Prinzip was anderes dahinter. Aus dem Kindheitsalter mit Puppenstuben zu spielen, das ist ganz richtig, bin ich schon lange raus. Aber meine Mutter und ich sammeln seit über 10 Jahren antike Puppenstuben, Puppenhäuser, Pferdeställe, Kaufläden, alles, was man sich so vorstellen kann, was man als Kind schön fand. Und wir sammeln aber eben nicht nur, weil es schön ist, sondern weil uns auch die Geschichte dazu interessiert und wer es mal hergestellt hat. Wie kam es denn dazu? Der Anfang war eigentlich die Puppenküche meiner Großmutter und ihre Schwester hatte noch eine Puppenstube, die sowohl meine Mutter als auch ich dann weitervererbt bekommen haben. Und die wollten wir irgendwann mal wieder herrichten und so sind wir eigentlich zum Sammeln gekommen. Tja, mittlerweile gibt es eine ganz stattliche Sammlung und Sie haben eine Ausstellung draus gemacht. Wann und wo gibt sie denn zu bestaunen? Eigentlich ist es ja schon die zweite Ausstellung. Wir hatten 2014-15 hier bereits eine Puppenstubenausstellung im Bergmagazin Marienberg, die sich mit der Firma Moritz Gottschalk beschäftigt hat, dem größten Hersteller, den es ehemals hier im Marienberger Raum gab. Und dieses Mal widmen wir uns dem Hersteller Albin Schönherr aus Niederlauterstein. Und die Ausstellung wird ab dem 28.10. bis zum April nächsten Jahres hier im Bergmagazin zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen sein. Industriell betrachtet, wie groß schätzen Sie denn die Auswirkung der Produktion der Puppenhäuser auf unsere Gegend ein in der damaligen Zeit? Die war damals sehr enorm. Die Hersteller haben mitunter in alle Teile der Welt exportiert. Die Puppenhäuser waren äußerst beliebt. Die Spielzeugherstellung war allgemein ja in unserem Raum sehr wichtig. Und viele Hersteller haben sich hier im Raum eben auf die Herstellung von Spielzeug verlegt und damit auch vielen Arbeitern in der Region Lohn und Brot gegeben. Und die Größen der Fabriken sind da sehr unterschiedlich. Während Moritz Gottschalk teilweise über 200 Arbeiter beschäftigte, waren es bei Albin Schönherr ein paar weniger. Da waren es so um die 80 in den besten Zeiten. Aber es wurde bis nach Amerika, nach England, nach Frankreich exportiert. Und auch dort finden sich eben heute noch Exponate von diesen Herstellern. Haben Sie denn ein Lieblingsstück? Ein Lieblingspuppenhaus oder Puppenstube? Ja, mein Lieblingsstück ist ein Haus, was mir meine Mutter vor einigen Jahren geschenkt hat. Wir sammeln, wie gesagt, zusammen. Und das ist für mich was ganz Besonderes, weil gerade von Albin Schönherr, einem Hersteller, den ich persönlich sehr mag, sehr wenig Häuser nur zu finden sind. Was macht denn den Stil aus, den Herr Schönherr produziert hat? Albin Schönherr hat sehr solide und auch sehr fantasievolle Puppenstuben und Puppenhäuser produziert. Hat dabei natürlich, war ja mal bei Gottschalk eingestellt, auch ein bisschen mit abgeguckt. Aber es sind einfach, die Sachen haben eine Ausstrahlung, muss man sagen. Und über diese Ausstellung hinaus haben Sie jetzt noch was für die Öffentlichkeit vorbereitet oder aufgelegt? Das kann man so sagen. Im Nachgang der Moritz Gottschalk-Ausstellung hier im Bergmagazin ist ein Buch entstanden, was sich mit der Geschichte der Firma beschäftigt und eben mit den Exponaten aus unserer Sammlung. Und das zusammen haben wir in einem Band zusammengefasst. Wann wird es denn der Öffentlichkeit vorgestellt? Das Buch wird jetzt erscheinen, ist ab sofort also erhältlich über den Verlag oder auch im Buchhandel. Nur nochmal für die Zuschauer, wann und wo kann man die Ausstellung nebst Buch betrachten? Ja, Ort ist das Bergmagazin Marienberg, immer Dienstag bis Sonntag und Feiertage von 10 bis 16 Uhr. Auch gerne Führungen für Gruppen nach Anmeldung. Und für Kinder haben wir auch noch was Besonderes, die können in den Öffnungszeiten Puppenstubenmöbel selber basteln und bemalen. Und wer sich fragt, was zwischen den vielen Puppenstuben diese Holzschuhe machen, der muss unbedingt in unsere Ausstellung kommen
Und hier kann man erfahren, was es damit auf sich hat. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen mit Ihrer Ausstellung und dem Buch viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön. Die Geschwindigkeiten werden morgen am Donnerstag unter anderem auch wieder an der B101 zwischen Mitte, Seida und Forchheim kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen, also da, wo der dunkelgraue bzw. hellgraue Caddy gesichtet wird. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind nach wie vor auf der B174 und B101 unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und Ärger. Ja, und hier kommt nun noch wie gewohnt unser Regionalwetter. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel auch weiterhin bedeckt und von den Sternen sehen wir nichts. Ja, und trotz der dichten Wolkendecke wird es trocken bleiben. Das Niederschlagsrisiko beträgt nur 30%. Auch die Nachtwerte halten sich zurück und liegen wieder leicht unterhalb des Monatsdurchschnitts. In Olbernhau gibt es zwischen 5 und 6 Grad. In Marienberg wird es noch etwas frischer, zwischen 3 und 4 Grad stehen hier zu Buche. Zschopau liegt dieses Mal zwischendrin mit 4 bis 5 Grad Celsius. Der Wind weht gering mit um die 5 Stundenkilometer aus Südwesten. Morgen am Donnerstag hat der Schirm auch wieder Pause. Der Tag beginnt örtlich mit Nebel, sonst wolkig im Zusammenspiel mit der Sonne. In Summe rechnet Klärchen bis zu 2 Sonnenstunden ab. In den Nachmittagsstunden zieht der Himmel dann zu und zeigt sich bedeckt. Mit Regen müssen wir aber nicht rechnen. Das Niederschlagsrisiko beträgt 50%. Die Temperaturen erreichen in Pfaffroda 4 bis 10 Grad Celsius. In Wolkenstein klettert das Quecksilber auf 3 bis 9 Grad. Und in Amtsberg kann man sich auf 5 bis 10 Grad Celsius freuen. Der Wind weht gering mit 10 und in Spitzen mit bis zu 22 Stundenkilometer aus Westen. Nun, liebe Zuschauer, der erste vorsichtige Ausblick auf das Wochenende. Tja, das Tor zum Wochenende, also der Freitag, beginnt wolkig mit etwas Sonne. Später dann mischt sich wieder Regen mit ins Wettergeschehen ein. Bei 4 bis 9 Grad weht der Wind aus Westen. Am Samstag erwartet uns aller Voraussicht nach eine Mischung aus Sonne und Wolken mit gelegentlichen Regenschauern bei 5 bis 8 Grad Celsius. Ja, und einem Wind aus Westen. Mehr Details zum Wochenend-Regionalwetter, die gibt es dann morgen hier bei uns, liebe Zuschauer. Das war's nämlich schon wieder. Das war Megional für heute am Mittwoch und es ist schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich morgen am Donnerstag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Ich auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ich Sie dann wieder begrüßen kann. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine erholsame Nacht und ich sage Tschüss, bis morgen. Hier sind aber noch die Bilder des Tages.